Herzlich willkommen zu den Drückglück Masters 2019. Wir kommen zur allerersten Challenge und jetzt wollen wir erstmal die Teams begrüßen. Das ist nämlich einmal Team Weiß hier auf dieser Seite und Team Blau auf dieser Seite. Sie gucken alle noch ein bisschen grimmig, aber das wird sich hoffentlich im Laufe des Spiels ändern. Und der Punktestand momentan, natürlich, klar, ist ja noch kein Spiel gespielt, 0-0. Aber ich will natürlich euch mal ganz kurz erzählen, was jetzt auf euch zukommt, denn ihr seid ja Fußballer hauptberuflich, aber jetzt ist nicht nur Fußball gefragt, sondern auch ein bisschen Geschick, ein wenig Glück. Wir spielen Jenga. Kennt irgendeiner Jenga von euch? David, kennst du Jenga? Nein. Noch nie gespielt? Wahnsinn. Kenny, kennst du Jenga? Absolut, ja. Spielst du zu Hause wahrscheinlich in deiner Freizeit? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, gut. Jenga kennen wir alle, das heißt ja, die Holzstäbchen quasi aus dem Turm rausholen. Ich lese euch jetzt ganz genau vor, wie es geht. Wir haben es nämlich ein bisschen aufgepimpt. Pass auf. So. Es dürfen nur die Steine aus den unteren 11 Reihen genommen werden. Das haben wir markiert, weil das bringt den Turm natürlich ein bisschen leichter zum Einstürzen. Die entfernten Steine müssen dann natürlich, wie ihr es kennt von Jenga, oben drauf gelegt werden, auch in der richtigen Reihenfolge. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Ihr habt jeder zwei Bälle unterm Arm. So, ne? Und es darf auch nur eine Hand benutzt werden, wie beim richtigen Jenga. Das sind die Regeln. Wer traut sich das zu von euch im Team? Wer ist Jenga-affin? Kenny, habt ihr schon euch? Macht's Atta. Atakan Karazor, bist du Jenga-Player? Ja, klar. Alles Gute. Wer macht's bei Team Blau? Oh, hier, Dominik Reimann. Bist du ein Jenga-Fan? Ich hab's noch nicht gemacht, aber ich probier's mal. Wir probieren's mal. Und auch hier, es gibt einen Punkt, nicht natürlich, wenn der Turm einstürzt, egal welches Team das Ding zum Einstürzen bringt, der hat das Spiel leider verloren. Und jetzt wollen wir mal gucken, welches Team denn anfängt. Weiß oder Blau? Achtung. Team Weiß. Also. Atakan, du bist dran. Das heißt, wir gehen gleich rüber zum Jenga-Turm. Und hast du schon eine Strategie ausgedacht? Nee, ich lasse auf mich zukommen. Okay. Und Blau, Dominik, du weißt wahrscheinlich auch noch nicht, wie du es machen willst. Nee, noch nicht. Okay, du wartest ab, was Atakan vorliegt. Ja, genau. Also, wir gehen rüber. Gleich gibt es Drückglück Masters 2019, die erste Challenge. Jenga, nein, Fußball-Jenga. Ja, hier ist das Objekt der Begierde, der Jenga-Turm. Wir haben ihn nochmal gekennzeichnet, hier bis zur Reihe 11, damit es dann auch ein bisschen spannender wird. Und jetzt nochmal für euch beide, ne? Ihr dürft nur mit einer Hand führen und auch wieder oben raufpacken. Beide Bälle am besten unterm Arm, Team Weiß beginnt. Toi, 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 bei wem der Turm einstürzt, der hat leider dieses Spiel verloren und den ersten Punkt nicht eingefahren. Viel Spaß, Weiß beginnt, Atakan, los geht's. Und es darf angefeuert werden. Jetzt muss ich einmal ganz kurz fragen, hier den Kenny nochmal, nach welchen Kriterien habt ihr denn jetzt eigentlich ausgesucht? Ich meine, Atakan sieht nicht so aus, als ihr, sag ich mal. Wir haben vollstes Vertrauen in Atta, der wird das Ding auf jeden Fall nach Hause bringen. er geht sehr vorsichtig ran. Ist es vielleicht schlau? Sollte man das aus der Mitte nehmen oder vielleicht von außen? Er soll sie erstmal anstupsen alle. Das sieht nicht so gut aus. Okay. Aber wir vertrauen ihm, dass er zumindest mal einen Block oben drauf setzt. Okay, ich gehe jetzt mal zu Team Blau und frage Stefan Teska, wenn du das so siehst, was Team Weiß da gerade fabriziert, ist das schlau? Weiß ich nicht. Ist jetzt gut, das war gut. Oh. Ja, man darf ja nur mit einer Hand führen und auch wieder drauflegen. Jetzt ist euer Mann dran. Dominik, kann er? Tut auf jeden Fall immer so, als wenn er super clever wäre. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ey, hier ist kein Stein locker, ehrlich. Okay, jetzt geht auch auf außen. Normalerweise wäre vielleicht, ohne dass man jetzt vorsagt, aber die Mitte wäre vielleicht immer positiv. Von außen liegt es so auf, ne? Und innen ist doch ein bisschen lockerer. Ich sehe, Stefan, du bist der Architekt. Vielleicht wollen sie sich auch gegenseitig ein bisschen schwierig machen, ne, damit es schnell anfängt zu wackeln. Das wäre auch ein Plan, denn das Team, das den Turm zum Einstürzen bringt, verliert ja. Jetzt gehe ich hier nochmal zu Timon und zu Matthias. Atta ist wieder dran. Gib dir ihm Tipps, ruf dir was rein. Ja, ich weiß nicht, was ich ihm für Tipps geben soll. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gespielt. Aber bis jetzt macht das ganz gut. Okay, Timon, was hast du? Ich meine, er hat ja jetzt schon eine schöne Falle gebaut in der Mitte. Jetzt müssen wir mal gucken, was er sich da jetzt einfallen lässt. Eine Falle war das nicht. Ich glaube, er hat einfach den genommen, der am lockersten war. Ja, sah auf jeden Fall so aus. Er hat den auch genommen? Ja, wenn er locker war. Kann man ja nichts falsch machen. Ich gehe einmal rüber zu Team Blau, weil der Kapitän David Kinsombi guckt völlig, völlig fasziniert auf diesen Jenga-Turm. David, jetzt mal ganz im Ernst. Wäre das ein Spiel gewesen für dich? Nein. Auf keinen Fall. Warum? Bist du nicht so filigran? Doch, aber na, das wäre nichts für mich gewesen. Man muss sich natürlich auch überlegen, ob man den dann nimmt und ob das. Jetzt muss er den ja irgendwie mit einer Hand herausfriemeln. Also ich glaube, er ist nicht so schlau an die Sache rangegangen. Hat er sich selbst. Dominik guckt sich das ganz genau an. Jetzt schnell. Ich kann nicht mehr. Jawohl. Jetzt hast du. Na? Jetzt kannst du den in der Mitte nochmal ganz genau. Na?
Alter, ich hab's immer gesagt. Ich hab's immer gesagt. Du musst jetzt hier rein, kann ich alles auch verstehen. Ja. Warte, Dominik, noch nicht. Wir müssen erst und, ne? Und nicht festhalten, Alter, kann die Bälle, die müssen frei hängen. Ja, ich weiß, es ist schwer. Und jetzt darf es nicht einstürzen, weil sonst wäre alles. Und jetzt wird es natürlich ganz schwer für Team Blau gleich. So, jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz fragen. Vielleicht wieder duschen. Habt ihr eine Idee? Ja, den er jetzt probiert, den hätten wir alle genommen. Dadurch, dass ich der Tour. Wo soll er hinziehen? Zu dieser Seite. Ja, da regt sich nichts. Vielleicht mit ein bisschen Druck. Dominik? Ist kein gutes. Was soll er machen? Ich hätte gesagt von der anderen Seite, damit er ihn so ein bisschen aus der Klemme rauszieht. Ja, guck mal. Sehr gut. So, das bedeutet, Blau ist nochmal dem Teufel, wenn es denn oben auch drauf liegt, von der Schippe gesprungen. Darf ich den? Ja. So, jetzt kommt's. Darf ich den vom Drücklück auch noch rausziehen? Ja, ne? Nein. Nein, alles darunter. Alles darunter. Jetzt erstmal so ein bisschen an. Nicht direkt. Aber wen denn? Nicht direkt wieder einen halben Zentimeter. Ihr könnt euch ja auch beraten und vielleicht noch mal ein bisschen Tipps geben. Matthias guckt sich das ganz skeptisch an. Was glaubst du? Ja, wir sind sehr gut am Bowling. Ja, der ist in Lockout. Oh. Ich wechsle wieder zu Team Blau. So. Hält es jetzt, ja oder nein? Der Kapitän. Was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen? Die Geheimtipps hier. Oh nein. Nee, zwei oben drüber. Zwei oben, ja. In der Mitte? Nee, da passiert auch nichts, oder? Nee, sieht alles stabil aus. Da hat der Atakan aber gut vorgelegt, dass er da nochmal. Oh! So, Blau rettet sich hier noch in den nächsten Stein. Wenn Dominik es schafft, den auch sauber oben abzulegen. Mal wieder zu Team Weiß. Timon guckt sich das schon mal ganz genau an. Habt ihr schon irgendwie einen Plan, wo es jetzt gehen könnte? Sieht ja doch sehr fragil aus, ne? Ja, da in der fünften Reihe, wo noch alle drei da sind, könnte vielleicht noch einer relativ locker sein. Das hat er da gemacht, ey. Da, ja, noch einen runter. Ja, da. Jetzt probier einfach mal. Ganz lang. Das könnte. Nur einer von drei. Einer von drei ist bestimmt relativ locker. Durch das Schieben habt ihr den Schwerpunkt natürlich. Den Schwerpunkt natürlich ein bisschen verändert. So. Kenny, hast du noch irgendwie eine Idee? Nee. Er soll einfach alle mal antippen und den Lockersten einfach mal. Ja, aber wenn keiner locker ist, muss er sich ja irgendwann mal für einen entscheiden. Ja, aber es gibt einen Lockersten. Den soll er einfach dann nehmen. Okay, wenn wir den gefunden haben, sagen wir dir Bescheid. Stehen hinter Atal. Er macht es gut, er ist nicht hektisch, er guckt sich das. Auch nicht, ne? Ich könnte Zeit vorwarten. Der ist doch gut, ey, der ist gut, ja. Ja. Jetzt wieder schnell. Einfach rausziehen. Soll ich mal so drehen erstmal? Das ist, wenn ihr das seht von hier. Das funktioniert. Meinst du, das hält? Ja. Das wird eine enge Nummer, aber. Ja, da kamen freie Hände, ne? Und nur eine Hand. Oh. So, hier wieder Team Blau. So, was habt ihr für eine Idee? Oh, hier. Ach, der hat so einen weg. Das ist mein längst eigentlich. Eigentlich musst du aus der Reihe ganz unten den. Aber warte mal. Das sind zwei, drei Reihen übereinander. Eigentlich muss er da einen rausbekommen. Das Ding wackelt. Guck mal, ganz unten. Der. Also vorletzte Reihe. Nein, nicht. Ja, guck mal in der Mitte, da was geht. Oh ja. Ja, der Kapitän hat ein Auge dafür, würde ich sagen. Und Dominik macht das aber auch ganz feinfühlig, ne? Ganz zart. Zieht er ihn da raus. Und der Turm steht noch. Und jetzt ist das Problem wieder, dass Team Weiß nachlegen muss. Und man sieht schon, die Minen werden etwas angestrengter.
soll er machen? Da wo noch drei. Die Dreier hier? Wo wir noch drei Dinger drin haben. Da muss er probieren. Gehen wir zwei Reihen hoch. Ich kann das nicht verlieren gegen den Mann. Diese Reihe meinst du? Ja. Und wir müssen ja auch unterhalb des Drückglücks aufklebers bleiben. Aber das Ding steht jetzt schon schön auf halb acht, würde ich sagen. Ich glaube. Oh ja. Meinst du? Ja, doch, der geht auf jeden Fall. Oha. Der geht? Meinst du, das geht? Ja, das geht auf jeden Fall. Atat, ja. Hey, Hand weg vom Ball. Ja, boah. So, das ist jetzt. So, jetzt. Das ist Ballen raus. Das ist unsere Taktik. Jetzt könnte es. Wenn ich das oben drauflegen kann, Digga. Jetzt könnte es schwer werden. Weil die Runde ist auch erst durch, wenn der Block oben auf dem Turm richtig liegt und der Turm auch noch steht. So. Jetzt kommt. Oder? Da ist doch gar kein. Ja, aber irgendwann kippt da drüber, Digga. Oder er probiert den in der Reihe, wo zwei so liegen, den rechten davon. Warte, normalerweise müsste der in der Mitte von den dreien. Stefan, mal was reinrufen vielleicht? Wenn du den jetzt mal reinrufen ist nicht gut. Das wird zu schwer, glaube ich. Wenn er den außen nimmt, das ist aber auch gefährlich, oder? Janik, würdest du den nehmen? Probieren kann man es mal, ja, aber sieht nicht so gut aus. Wenn der Umfeld ist vorbei, ne? Probieren geht immer studieren. Ist vorbei, aber muss es probieren. Oder? Was sagt dein Gefühl, Daumen? Ich würde sagen, er geht. Dominik Reimann geht jetzt dahin, wo es weh tut. Ja, man muss natürlich jetzt auch so eine Aktion, wie beim Fußball, wenn man sich entscheidet, muss man durchziehen. Muss man nicht? Man kann auch wieder abbrechen und hinten rumspielen. Ja. Aber hier im Moment ja nicht. Ne? Also hier, den müsste er jetzt raus. Ich habe Angst, dass wenn er raus ist, dass es gibt. Ja, ach ne. Oh mein Gott. Das kann doch nicht Spaß sein. Oh mein Gott. In der Mitte, leg ihn in der Mitte. Ja, aber. Ja, du kannst ihn ja. Ja. So. Komm mal da, Junge. Eieieiei. Ich muss von ganz unten einnehmen, ne? Timon hat eine Idee, was meinst du? Nein, Bruder, schau mal hier, den kann man logisch nicht, oder? Da muss man jetzt aber ganz filigran. Leute. Atta, was ist mit dem Klappkabel? Atta. Fünfte Reihe. Atakan hat Angst. Ja, aber den anderen, den ganz außen. Ja, den. Wenn du den in der Mitte packst. Kronholm hier mit einer ganz filigranen Technik einfach mal rausreißen, das Ding. Ausziehen. Genau so. Das ist schwer. So einfach. Das ist schwer. Mit Gewalt. Mit Gewalt. Ihr wollt den Punkt aber schon haben, oder? Ja, den werden wir auch bekommen. Der Kapitän hier mit dem Tipp, den einfach ein bisschen hochzudrücken auf die Seite, wo der Turm dann schon steht. Also jetzt könnte es vielleicht gleich, ich will ja nichts nicht unkennen, aber es könnte gleich vorbei sein. Und dann ein runter in der Mitte. Weißt du, was ich noch meine? Drei unter Drückglück. Drei unter Drückglück? Da soll ich vielleicht einen Versuch. Oi. Die ganze Zeit. Da ist der. Hier? Ja, mach den. Geht da was? Der bewegt sich aber. Soll ich machen einfach? Das ist Teamplay. War das der? Ja, guck mal hier. 16 Augen. Was jetzt passiert. Ist Atakan Karazo einer, der mit Druck umgehen kann? Ah, ist es! Er ist es! Ruhig, ey, ruhig. Und es ist immer ein gutes Zeichen, wenn dann beim anderen Team auf einmal es ganz still wird. Stefan Tisker ist schon völlig isoliert. Was ist hier los? Das war dann wohl ein Block zu viel. Das heißt, die Fußball-Jenga-Challenge ist entschieden. Team Blau holt den ersten Punkt. Team Weiß hat leider überzeugt. Glückwunsch, meine Damen und Herren. Also 1-0 für Team Blau.
Und das nächste Spiel, was wir für euch vorbereitet haben, da dürft ihr euch jetzt schon mal drauf freuen, ist der Rainbow Flick. Ich sage nur, JJ Okocha lässt grüßen. Und das seht ihr in der nächsten Folge bei den Drückclub Masters 2019.